7 Tage ohne Smartphone, wie Überreizung unser Leben zerstört. Ihr wisst selber, ich habe euch schon mal davon erzählt, wie ich früher mal eine Zeit lang das Handy weggelegt habe und einfach versucht habe, auch ohne das Handy vielleicht für eine Woche oder 10 Tage und so weiter und so fort klarzukommen, damit man einfach neu startet. Ich habe das auch seit Jahren nicht mehr gemacht, aber ich denke oft darüber nach, dass man es eigentlich machen müsste, damit man einmal kurz resettet. Weil ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne mit TikTok, dies, das, bla bla, WhatsApp, alle 5 Minuten schreibt jemand. Mein Smartphone mit einem Klapphandy ausgetauscht. Und was du im Vergleich dazu bekommst. Das nervt mich einfach. Das nervt mich gerade. Mein Handykonsum hat sich in den letzten Monaten so verschlimmert, dass ich die Reißleine ziehen musste. Ich habe bemerkt, wie... So, warte mal kurz. Wie viele Stunden am Tag seid ihr am Handy? Ich kann euch mal eins sagen. Ich glaube, ich hatte schon schlimmere Zeiten. Ich habe eine Bildschirmzeit. Ja, Anil und ich. 7 Stunden. Positive 13? 13 ist crazy. Ich glaube, 13 habe ich zu meinen Top-Zeiten. Komplett die Kontrolle verloren habe. Ich würde abends so lange auf TikTok scrollen, bis ich einschlafe und morgens nach dem Aufwachen direkt weiter auf TikTok scrollen. Um die 45 Minuten lang. Jeden Morgen. Ich würde 100-mal am Tag auf Instagram gehen, irgendwelche Stories. Ja, und der Tag passiert dazwischen. Dopamin-Hits durch Benachrichtigungen bekommen und generell immer da sein, immer erreichbar, immer connected und immer auf Spannung. Und genau das hat sich langsam bei mir bemerkbar gemacht. Ich wurde innerlich immer unruhiger, habe angefangen, Schlafprobleme zu bekommen. Mein Auge würde immer häufiger zittern und das Schlimmste daran... Wisst ihr, was auch viele Influencer machen? Oder viele Leute, die so Business haben, Social Media haben und mache ich auch jetzt mittlerweile. Und ich muss das noch einmal ein bisschen mehr durchziehen, weil ich bin noch auf beiden sehr erreichbar. 2 Phones. Es gibt seit der Erfindung des Smartphones. Brother, ew! Keine Sekunde Langeweile mehr. Wir werden ungeduldig, unkreativ, ständig abgelenkt, ständig mit Reizen überflutet und so brauchen wir immer mehr Reize und können schwer noch ein Buch lesen oder einen langen Film gucken. Und deswegen musste ich etwas machen, was ich schon lange machen wollte. Und zwar eine Woche lang mein iPhone mit einem Klapphandy tauschen. Ein Klapphandy, womit man eigentlich nur telefonieren und SMS schreiben kann, weil da kein Internet drauf ist. Das heißt, eine Woche lang ohne WhatsApp, ohne Instagram, ohne TikTok und Co., ohne irgendwelche Push-Notifications. Denn eine Studie zeigt, wer eine Woche lang auf sein Smartphone verzichtet, ist danach langfristig zufriedener. Also let's go, Leute. Jungs, ich bin eine Woche raus, ne? Jetzt mal ein Klapphandy finden. Es gibt sogar Klapphandys, Leute, wo WhatsApp drauf ist. Etwas, was ich später mehr vermissen würde, als ursprünglich erwartet. Dann war es erstmal Zeit, allen wichtigen Kontakten Bescheid zu geben. Deswegen bin ich nicht auf WhatsApp erreichbar, aber du kannst mich halt jederzeit anrufen. Also wenn irgendwas ist, kannst du mir... Nein, nicht jederzeit anrufen. Nicht SMS jederzeit schreiben. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass es Arbeitszeiten gibt. Dass es Zeiten gibt, wo man die andere Person einfach nicht erreichen kann. Schicken. Ach, das ist so krass einfach, dass diese konstante Erreichbarkeit einfach mittlerweile so gegeben ist. Und ich denke mir so, es gab doch eine Zeit ohne diese ganzen Dinge vorher. Ich habe Bluetooth, ich habe eine Taschenlampe, ich habe einen Kalender, Radio, Leute, Wecker, SMS, Taschenrechner. Eigentlich alles, was braucht. Noch eine Instagram-Story posten, ein letztes Review gemacht und auf geht's. Meine Woche ohne iPhone beginnt. Motiviert und alles war so neu und aufregend. Zum Beispiel das erste Mal nach zig Jahren wieder eine SMS mit der ABC-Tastatur schreiben. Das ist total ungewohnt. Oh. Bei einem S, Leute, sind es einfach 4-mal die 7 drücken, ja? 4-mal die 7, nur damit wir den Buchstaben S bekommen. Und am ersten Abend ist mir direkt aufgefallen, wie oft man sonst unbewusst zum Handy greift. Denn wo ich Fernsehen geguckt habe, wollte ich mehrmals aus Reflex zum Handy greifen, bis mir dann eingefallen ist, dass ich gerade ein Klapphandy habe. Shit is sad. Und es da wirklich nichts drauf zu gucken gibt. Und da habe ich erst bemerkt, wie oft ich normalerweise zu meinem Handy greife, wenn ich irgendwie Fernsehen gucke oder so, um dann irgendwie nebenbei Instagram zu scrollen, gerade bei so langweiligen Stellen. We talked earlier about, you know, having an itch and scratching yourself at night. We've gotten to a point with smartphones, people are pulling them out. And they are utterly unconscious of doing so. Tatsächlich greifen wir bis zu über 80 Mal... Über 80 Mal am Tag daran nachgreifen ist crazy, weil das eiskalte Sucht. ...wirklich ans Handy und entwickeln eine Abhängigkeit. Ich kann sagen, dass ich zum Beispiel viel auch unterbewusst angefangen habe, immer
nach meinem Handy so zu craven. Also selbst wenn ich irgendwie am Fernsehen saß und es mal ein bisschen langweilig wurde, dass ich gedacht habe, ja, jetzt kann ich ja mal ein bisschen scrollen. Ja, und dadurch kam mir Fernsehgucken lange nicht mehr so langweilig wie jetzt vor. Es ist wirklich verrückt, wie viele Reize wir mittlerweile brauchen, um uns überhaupt unterhalten genug zu fühlen. Und weil es eben so langweilig für mich war, habe ich halt irgendwann angefangen, mein Zimmer aufzuräumen, weil ich hatte halt wirklich nichts Besseres zu tun einfach. Und genauso konnte ich mich endlich dazu aufraffen, abends wieder ein Buch zu lesen, weil durch TikTok abends scrollen war jetzt erstmal nicht mehr. Und dadurch bin ich viel schneller eingeschlafen als sonst. Die sonst schnellen Bewegungen und visuellen Reize durch TikTok und Co. können nämlich dazu führen, dass das Gehirn überstimuliert wird, was Unbehagen und Angst auslösen kann. Aber beim Lesen werde ich... Ey, wusstet ihr, das hat mir eine Freundin von mir erzählt, wusstet ihr, wenn ihr nachts aufwacht, ne, ihr schlaft, er wacht nachts auf und es macht nichts mehr Sinn, die Welt geht in eurem Kopf theoretisch unter, alles läuft nicht, alles ist kacke, das ist einfach ein chemischer Effekt in eurem Kopf, weil eure Chemie in eurem Kopf nicht im Gleichgewicht, Einklang ist, was auch immer, weil wenn ihr dann wieder einschlaft und morgens seid und ihr denkt so, boah, war das doch gar nicht so schlimm alles. So zum Beispiel, keine Ahnung, ihr habt eine Prüfung nächste Woche. Und ihr denkt euch, ihr wacht nachts auf und denkt euch so, oh mein Gott, ich kann gar nichts. Ich habe keine Ahnung. Boah, hier noch auf Lücke, da noch auf Lücke. Ich kacke ab. Und für euch geht alles runter. Ihr sagt, boah, diese Prüfung verkacke ich zu 100%. Ihr schlaft wieder ein, ihr wacht morgens auf und denkt so, hä? Ich kann noch 80%. Diese zwei Lücken. Mal schon nach wenigen Seiten müde. Tag 2 begann gut, denn anstatt morgens 45 Minuten lang sinnlos durch TikTok zu scrollen, bin ich direkt nach dem Aufwachen einfach aufgestanden, weil ich hatte literally nichts Besseres zu tun einfach. Es ist verrückt, weil ich wirklich diese Zeit morgens dazu gewonnen habe, die ich sonst sinnlos vergeudet habe. Wenn du so auf 2 Plattformen über eine Stunde täglich bist, das sind ja 2 Stunden Lebenszeit pro Tag, und wenn du das auf ein Jahr hochrechnest, wie viele Stunden dir da flöten gehen, und was du im Vergleich dazu bekommst. Und alles, was ich an dem Tag gemacht habe, war irgendwie meditativ. Ich habe durch die fehlende Ablenkung viel mehr meine Umgebung wahrgenommen und alles fühlte sich okay, trotz einer liegt Arbeit einfach, wo sie wohnt. Entspannter an. Es hat irgendwie gerade was total Beruhigendes, also einfach zu wissen, dass man nicht auf WhatsApp konstant available ist. Ich habe endlich Zeit und Lust gefunden, ewig alten Müll, der rumlag, zu entsorgen. Und mir fällt auf, wie viel ich vorher 100-mal am Tag einfach nur aus Reflex gemacht habe. Zum Beispiel ständig meine Mails gecheckt, geguckt, wie mein letztes Video performt, geguckt, wer mir auf Instagram schreibt. Und dabei reicht es ja eigentlich, diese Dinge 1-2 Mal am Tag vielleicht auf dem Laptop zu checken. Oder wollen zum Beispiel nur kurz die Uhrzeit checken, also holen wir unser Handy raus, um auf die Uhr zu gucken, sehen aber dann die ganzen Notifications, die reingekommen sind und so hängen wir wieder für 15 Minuten am Handy. Und um genau diesen Trigger gar nicht erst auszulösen, hilft eine analoge Uhr zum Beispiel. Ich habe hier eine mega schöne Uhr von Holz. Okay, ja, cool. Die nächsten Tage nicht mehr loslassen würde. Ich habe vor allem, wenn ich alleine war, angefangen, mich einsam zu fühlen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre ich gerade so abgeschotten von der Welt. Weiß ich nicht, auch morgen reise ich nach Hamburg zu einer Managementreise und ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich mir den Trip nicht so geil machen, weil ich halt gerade nicht mein iPhone zur Hand habe die nächsten Tage und dann noch in einer fremden Umgebung bin und so. Ich weiß auch nicht. Ein Gefühl, das sich erstmal bewahrheitet, denn am nächsten Tag ging es für die nächsten Tage nach Hamburg. Genauer gesagt, in eine fremde Umgebung mit Menschen, die ich kaum bis gar nicht kannte und ohne den Kontaktfaden zu meiner gewohnten Umgebung. Hat sie kaum bis gar nicht Die ist sehr mutig, ne? Weil hier stehen doch ihre Daten drauf und so. Okay. Und ohne den Kontaktfaden zu meiner gewohnten Umgebung. Ich bin schon wirklich so oft in meinem Leben rumgereist, sogar alleine bis ans andere Ende der Welt. Aber dadurch, dass ich sonst immer connected war über WhatsApp, Social Media oder FaceTime, habe ich mich, egal wo ich auf der Welt war... Ich muss ehrlich sagen... Oh, das war nicht absichtlich der Post. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich finde so hart, wie unterschiedlich sie aussieht durch die Kameraperspektive. Das habe ich mir bei dieser Alicia Joe gerade auch gedacht, weil ich denke mir so, boah, ich habe schon ein paar Videos von der gesehen und die sieht in der Perspektive so anders aus. Und ich frage mich gerade, ist das bei mir auch so? Findet ihr sie hier anders aus, wie zum Beispiel bei Vlogs, YouTube-Videos auf dem Hauptkanal im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Twitch-Format? Das ist ja auch so ein anderer Mensch zwischendurch. Kann natürlich auch Schminke und dies und jenes so sein, aber trotzdem. Gefühlt. Und dieses Gefühl der Abgeschiedenheit und Einsamkeit hat langsam angefangen, richtig an mir zu nagen. Ich weiß nicht, das nervt mich einfach. Das nervt mich gerade.
Irgendwie, keine Ahnung, weiß ich. Weißt du, wie du aussiehst wie ein Schmackofotz? Positive, ich küsse doch dein Herz. Dankeschön. Then we'll be very lonely, right, if we were not online. Während ich den Tag sonst erstmal mit ewigen Scrollen und WhatsApp gestartet hätte, bin ich stattdessen direkt nach dem Aufstehen runter zum Frühstück gegangen. Aber ich gehe jetzt runter zum Frühstücksbuffet und suche Leute. Und zwar nicht, weil ich Hunger hatte und frühstücken wollte, sondern wirklich einfach nur in der Hoffnung, irgendwelche Leute aus der Gruppe anzutreffen. Einfach nur, dass ich mich nicht mehr weird, komisch fühle, einsam irgendwie so. Denn es war das Einzige, was mir wirklich half, mich nicht mehr einsam zu fühlen. Weil man hat oft so das Gefühl auf Social Media, wenn man die Stories von anderen Leuten anguckt, ja, ich bin ja mit denen in Kontakt, weil ich habe ja heute die Story gesehen. Und das ist wirklich so. Es gibt auch einen Begriff darüber, davon. Das ist so eine, oh, wie hieß das? Ich habe da so, sogar meine, ihr wisst ja, ich habe eine Bachelorarbeit über Mode auch geschrieben. Und das war auch ein Teil davon, also über Mode und Kontext, Social Media und so. Parasoziale Interaktion. Weil du hast eine intime Beziehung mit dem Influencer, aber der nicht mit dir. Versteht ihr, was ich meine? Oder mit dem Schauspieler, Star, Fernsehmoderator, wie auch immer. Weil du kennst so viel von dem. Deswegen ist das ja auch für Livestreamer oder Streamer jetzt wie für mich, ist das ja eine ganz andere Sache, weil ich ja mit euch kontinuierlich interagiere. Weil ich sehe Raphael ständig, ich sehe Positive ständig. So, wir quatschen ständig, Nick. So, wir quatschen ständig. So, ihr seid immer hier. Wir haben schon Insider-Jokes. Aber wenn du jetzt zum Beispiel nur diese YouTube-Geschichten siehst oder auch Instagram ohne DMs siehst und so weiter und so fort, dann ist dieses Gewicht so Differenz. Bei Livestream ist es immer noch eine Differenz, aber die ist wesentlich kleiner. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist crazy. Was sie heute gemacht haben. Und deswegen hast du das mit deinen Freunden auch. Also, klar. Du denkst dir, wenn ihr Freunde habt, die viel posten, denkst du dir so, ja, boah, ich weiß doch gerade, was in seinem Leben stattfindet. Der ist gerade das, hat er gemacht, das hat er gemacht. Aber du hast dich gar nicht mit dem Kollegen unterhalten. Überleg mal, du hast dich weniger mit deinem Kollegen unterhalten, wie ich mich jetzt in diesen 1,5 Stunden mit zum Beispiel Nick oder Falco oder Positive. So, weil du nur seine Insta-Story geguckt hast und dachtest so, ja, ich weiß, was er macht. That's crazy. Das fällt auch so ein bisschen weg, wenn man die ganzen Apps reduziert. Und dann kommuniziert man vielleicht in Person oder eben über andere Nachrichtendienste wieder mehr direkt miteinander. And it should be our mission is to make sure that we are preserving and maintaining offline ways to connect with each other. Und sonst war es, solange ich unter Menschen war und was unternommen habe, schön. Denn ich wurde zu keinem Zeitpunkt vom Handy abgelenkt, konnte vielmehr den Moment einsaugen und genießen. Und erst wenn man mal kein Smartphone hat, fällt einem erst auf, wie viel wir Menschen eigentlich ständig am Handy sind. Ja, ja, weil alle anderen die ganze Zeit am Handy sind. Durch Momente verpassen. Sowieso bin ich viel öfter rausgegangen als sonst, habe mich mit Freunden getroffen, Dinge unternommen. Meine Screentime wurde auf einmal ersetzt und zwar mit Quality Time. Quality Time draußen, mit Unternehmungen, mit neuen Leuten oder alten Freunden. So als würde man sich einfach mehr für Dinge öffnen, weil man nichts Besseres zu tun hat oder einfach gegen die Langeweile und Einsamkeit. Na, Bier ist nasty, sagt ehrlich, ich trinke kein Bier. Bier ist echt... But if you have a tribe of folks that you can be with, none of whom are on their phones while you're together for that discrete amount of time, then it's wonderful and liberating and nobody's distracted. True. And I think that's really the key. Sowieso bin ich im Laufe dieser 7 Tage innerlich komplett runtergefahren. Sei es durch dieses nicht ständig erreichbar sein müssen, abends lesen oder vielleicht auch diese Momente zwischendrin, wo man sonst zum Handy greifen würde, um die Langeweile zu umgehen und stattdessen wieder diese Langeweile zu embracen. Denn Langeweile ist eigentlich ein wichtiges Gefühl für uns, was wir heutzutage kaum noch haben. Denn durch Langeweile entsteht Kreativität. Nach Tag 7 war meine innere Unruhe und meine... Ich muss ehrlich sagen... Ja und nein. Du kannst deine Kreativität auch anders antrainieren. Ich habe eine Kreativität, die geht so. Ich kann die so anschalten. Boom. Ob der Outcome immer der unfassbarste ist? Ja. Aber ich weiß so, wenn ich oft mit Leuten spreche und es geht darum, zum Beispiel, ich brauche eine Idee hier und hierfür. Ich kann on the spot Ideen feuern. On the spot. Wenn ich denke, boah, okay, warte, ich brauche vielleicht kurz einen Moment, dann sage ich, ey, guck mal, gib mir mal zwei Stunden oder so, ich komme back. Kann auch sein, gib mir mal einen Tag, weil ich vielleicht ist gerade busy und so weiter und so fort, gib mir mal einen Tag. Ich komme den nächsten Tag
mit einem Katalog an Ideen, gefühlt. Schlafstörungen jedenfalls weg. Ich fühle mich nicht ansatzweise so gestresst wie vorher und auch meine Augen konnten endlich mal eine Pause von dem ganzen Screen-Gucken nehmen. Weil man belohnt sich ja auch oft irgendwie, so ironischerweise, mit TikTok-Gucken oder mit Instagram-Gucken dafür, dass man gerade gearbeitet hat. Das ist auch eigentlich für das Gehirn und für die Augen nicht gut, weil man ja die gleiche Sache macht, nämlich an einem Bildschirm hängen wie davor. Und das ist eigentlich. Ja, und plus ist halt auch, es ist halt nicht gut, weil du deine Aufmerksamkeitsspanne kaputt machst. Das ist alles, was wir haben, wie Aufmerksamkeit und so, das ist ein Muskel, den musst du trainieren wie ein Muskel. So, ich merke das bei mir selbst. Bei mir, dieser Muskel ist eiskalt verkümmert mittlerweile fast. Deswegen, ich muss den wieder trainieren wie ein Muskel. Ich muss wieder mehr lesen. Nicht nur blättern, nicht nur Informationen picken, die ich gerade brauche oder die ich gerade nutzen möchte, um mein Gehirn zu stimulieren und zu füttern, sondern wirklich aktiv lesen. Keine echte Entspannung. Nach 7 Tagen war es dann endlich soweit und ich konnte endlich wieder normal mein Smartphone benutzen. Und trotz all der guten Momente war ich froh, das Ding wieder zu haben. Ich habe mich so abgeschnitten von meiner Familie und meinen Freunden gefühlt, denn so wirklich hat mir in dieser Zeit so gut wie kaum jemand eine SMS geschrieben. Ich glaube, es war einfach für beide Seiten umständlich, unhandlich und irgendwie nicht das Gleiche. Ich freue mich jetzt gerade einfach, gleich wieder WhatsApp zu haben. Anyways, wir machen jetzt das Handy an. Boah, alter Schwede. 110 WhatsApp-Nachrichten? Das ist nicht viel. Ich sag euch ehrlich, 110 WhatsApp. Jetzt, guck mal, ich sag euch aktiv. Ich gehe jetzt bei WhatsApp und ich guck mal bei so einer Gruppe. Ich habe bei einer Gruppe 157 Nachrichten. Bruder, was ist das? Adios, Club Handy. Okay, einer war bei Boyz II Men. Musikgeschmack hat sie. Aber guck mal, hier Handy, alle mit Handy, keiner genießt das Konzert. Ich hatte mich eigentlich gefreut, wieder Instagram nutzen zu können. Die Instant-Glücksgefühle, die man bekommt, wenn man die ganzen Follower, Likes und Benachrichtigungen sieht, die man in der Zeit bekommen hat. Und ich war happy, wieder Teil davon zu sein. Einfach wieder mitzubekommen, was bei meinen Freunden abgeht oder auch zu sehen, was die anderen Leute von der Hamburg-Reise gepostet haben. Doch schon nach wenigen Feedposts und Stories kam bei mir gleichzeitig innerlich ein Gefühl auf. Ein kleines, unterschwelliges, negatives Gefühl, das mir nur aufgefallen ist, weil ich es eine Woche lang nicht hatte. Tatsächlich habe ich von all den Sachen TikTok am wenigsten vermisst. Im Gegenteil sogar, es hat richtig gut getan. Und wenn es nicht so ein wichtiger Bestandteil meines Berufs wäre, um irgendwie Themen zu finden oder wenn ich nicht einen Podcast über Internetbubbles hätte, würde ich die App spätestens jetzt löschen. Kann ich ohne Smartphone leben? Nein, Stand jetzt nicht. Denn nicht nur ist es im Jahr 2024 gar nicht so leicht ohne, aufgrund von Dingen wie Online. Ich weiß zum Beispiel, ich glaube Kanye West hatte eine Zeit lang auch kein richtiges Handy, nur sein Assistant sozusagen, und er hatte auch nur ein Flipphone, weil das ist auch crazy Take, zu sagen, okay, wenn ich irgendwas Wichtiges brauche, dann muss ich zu meinem Assistenten gehen oder so. Der dann ein richtiges Telefon hat. R-Sharing, Google Maps und so weiter. Aber gewisse Apps helfen mir auch, Kontakt zu meiner Mutter oder meiner Schwester, die in den USA leben, zu halten oder auch zu meiner Familie in Asien. Aber ich werde einiges an meinem Verhalten und meinem Nutzen ändern. Ich sag immer, das ist halt wie so ein Tool, also wie ein Messer. Also du kannst mit einem Messer irgendwie einen Salat schneiden, aber du kannst mit einem Messer auch im schlimmsten Fall jemanden umbringen. Und genauso ist es bei Social Media. Du musst halt lernen, damit umzugehen. Und wenn du es kannst, dann funktioniert's. Wenn ich arbeite oder mit Freunden was unternehme, einfach auf nicht stören machen, damit man nicht ständig erreichbar ist, ständig Push-Notifications bekommt und ständig abgelenkt wird. Abends zum Einschlafen mir selbst ein Handyverbot geben und wieder Bücher lesen. Ich schlafe dadurch sofort ein, mein Schlaf ist besser geworden und meine innere Unruhe ist weg. Und morgens nach dem Aufstehen nicht auf TikTok oder Instagram sein, sondern einfach aufstehen und in den Tag starten. Und auch tagsüber lernen, sich nicht ständig mit dem Smartphone ablenken zu lassen, um auch mal wieder mehr im Hier und Jetzt zu sein, auch wenn es mal langweilig wird, und es dadurch wieder zu einem Tool zu machen, das unser Leben zwar erleichtert, aber nicht bestimmt. Nice, gute Worte, gute Schlusssätze. Und ja, sollten wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, weil she's speaking facts, no cap in her rap.